Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio, wo wir uns heute darum kümmern müssen, dass hier mehr Kunststoff rauskommt. Das liegt daran, dass wir einfach zu wenig Flüssiggas haben. Und eine Möglichkeit, die sich anbietet, ist mehr Raffinerien. Die andere Geschwindigkeitsmodule. Aber so wie es aussieht, haben wir da nicht allzu viele davon. Drum, ich habe noch drei Raffinerien hier in der Tasche. Die einfach mal noch hinzufügen. Zwei, drei. Oh, eingefädelt. Uns im Weg. So funktioniert das. Und vielleicht hilft das schon etwas. Ich frage mich, ist vielleicht Teil des Problems, dass wir das Rohöl, das wird abnehmen. Die Frage ist, wie schnell. Mal rasch hier runter zum Ölbahnhof. Ja. Okay, die sind auch nicht voll. Die sind nicht voll, das heißt, unsere Ölfelder, die bringen nicht mehr so viel wie auch schon. Hier noch irgendwas. Da haben wir eins. Und da haben wir eins. Was dieses hier einfacher, denn hier haben wir ein großes Nest, das wir beseitigen müssen, bevor wir rankommen. Hier kommen wir vielleicht ohne klar. Aber das ist wahrscheinlich ein Projekt für nächste Folge. Denn heute müssen wir vorgängig einfach mal dafür sorgen, dass die Materialien, die wir
haben, das Rohöl, das wir haben, dass das auch gebraucht wird. Dass wir Flüssiggas bekommen und daraus dann Kunststoff herstellen. So wie es aussieht, haben wir schon wieder etwas mehr. Kann hier nicht alles auf die Seite schieben, denn dann geht hier nichts mehr nach oben durch. Und wir brauchen hier noch etwas für die Leichtbauteile. Allerdings, so wie es aussieht, ist die Kiste voll. Das heißt, hier muss nur noch das Förderband voll laufen. Und dann wird sich das dann auch zurückstauen. Hier die lila Fläschchen sind auch bald voll auf dem Förderband. Und die Kohle, die gehen hier nach unten. Beacons. Und ich denke, nun kann ich die Kisten hier. Hier kommen blaue hin. Fünf sollten genügen. Das kopieren wir alle. Und dann da machen wir die roten hin. Und dann brauchen wir hier noch eine Maschine, um für die Wiederaufbereitung. Ist nicht hier drin. Machen wir das. Der Chemiefabrik. Das wäre möglich. Wir werden es bald herausfinden. Zentrifuge! Tja, hätte ich mir fast denken können. Wenn ich es mir ganz denken hätte können, dann hätte ich es gedacht. Also, wir brauchen eine Zentrifuge. Sollten wir hier oben haben. Da.
bisschen Eisen schadet nicht. Auch noch was ran. Einfach für den Fall, dass wir irgendwo Beton brauchen. Dann können wir hier nämlich auch sagen, wir brauchen Rote, wir brauchen Stahl und wir brauchen Eisenplatten. Raus. Das wird einiges an Eisen benötigen. Das sieht schlecht aus. Ja. Unser Öl ist alle. Wir haben hier oben fast nichts mehr drin. Hier unten fast nichts mehr drin. Ah. Fast nichts. Nächstes Mal müssen wir hier diese Linie erweitern. Und hier oben machen wir einen Außenposten. Das heißt aber, ich könnte schon mal eine Liste zusammenstellen mit den Dingen, die wir da benötigen. Ein paar Mauern. Ein paar Lasertürme. Dort 50 sollten reichen. Halte ich. Mehr Förderer. Wir könnten eine bessere Rüstung bauen. Dafür brauchen wir aber zusätzliche Module. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es fehlt am Stahl. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Offenbar ist da ein Zug angekommen, dass wir wieder etwas mehr rausbekommen.
5. 2, 3. Das sind dann die letzten. Letzte Pumpe. Wenn ich hier möglicherweise ist das ganze Layout so gemacht, dass wir fast keine Beacons platzieren können. Vielleicht hier außen. Das heißt, die beiden Maschinen können dann nicht davon profitieren. Aber derzeit haben wir sowieso zu wenig Inputmaterial. Da hilft es dann auch nicht, wenn wir das wenige Material, das wir haben, schneller verbrauchen. So wie es aussieht, werden da unten jetzt die fehlenden Zentrifugen gebaut. Ja, da hinten noch einiges offen. Und dann brauchen wir auch hier eine Anforderungskiste mit ein bisschen Eisen drin. Jetzt ist das dann plötzlich weg. Wir stehen da ohne Strom. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Nächstes Mal geht es dann, wie gesagt, darum, mehr Öl an den Start zu bringen. Also, bis dann. Tschüss.